Das Hammefest ist einer der Höhepunkte im Ritterhuder Jahresablauf und hat eine lange Tradition. Auf drei Bühnen gab es einen Mix aus Partymusik, Rock, Pop und Soul. Am Eröffnungsabend versammelten sich die Menschen am Hammeforum und auf den Hammedeichen, um das große Höhnfeuerwerk zu bestaunen. Neben dem Flohmarkt und einem Kinderkarussell gab es auch ein neues, großes Fahrgeschäft. Zum ersten Mal erfreute der Musikexpress die Besucher beim Traditionsfest. Die Jury vom Pennigbüttler Erntefest kürte die Riesenente der Erntefestfreunde Buschhausen und Umzu zum schönsten Erntewagen. Mit musikalischer Begleitung des Elsfleter Fanfarenzugs trugen die Feuerwehrkameraden die Erntefestkrone ins Festzelt. Bei den Handwerkertagen in der Museumsanlage von Hambergen-Strösch-Spreddigt lebten alte Handwerkskünste wieder auf. Wer sich für Geschichte interessiert, konnte bei dieser Veranstaltung guten Anschauungsunterricht genießen. Der Schmied Manfred Holleck erkennt an der Farbe der Flamme, ob die Temperatur für das Erhitzen des Stahls hoch genug ist. Neben dem Wäschewaschen, dem Korndreschen und dem Beruf des Seilers und des Schmiedes konnten die Besucher der Handwerkertage auch einem Reetdachdecker über die Schulter schauen. Insgesamt 21 Wagen fuhren beim 90. Erntefest in Gerlstedt mit. Viele Helfer und Unterstützer trugen laut der Vorsitzenden Brigitte Mattes zum Gelingen des Festes bei. Dazu gehörte auch der bunte Nachmittag, der von rund 100 Gästen besucht wurde. Beim Fahrtraining mit der Verkehrswacht unterziehen sich Senioren einer freiwilligen Selbstkontrolle. Neben der Verkehrswacht unterstützen der Landkreis, die Polizei und Fahrschulen die Aktion Fit im Auto. Jeder der 12 Teilnehmer musste für jeweils 20 Minuten sein praktisches und theoretisches Können unter Beweis stellen.